So, da sind wir wieder. Heinz ist da. Gucken wir doch mal hier. Okay, Liebermann wurde schon mal entführt. Wenn man sich mal eine Nacht ausruhen muss, wenn man einen Unfall hatte hier, einen Tag ausruhen muss. Okay, weiße Karren. Wir rufen ihn mal an, gucken, ob er da ist. Okay, er ist nicht da. Vielleicht ist der King ja da. Okay, ist auch keiner da. Wir müssen rausfinden, was das mit den weißen Autos jetzt auf sich hat und was der Liebermann weiß. Verdammt. Mich hat doch eigentlich. Das muss ja was mit dem Unfall zu tun haben. Ansonsten hat mich keiner in den weißen Autos gesehen. Außer die Jungs von PD und F, die dort nach dem Unfall. Ich war ja eigentlich der Meinung, dass dort keiner was erkannt hat, weil der Wagen ja so anders stand. Okay, wir müssen rausfinden, was da passiert ist. Dümmster Hausmeister aus Lesandos, schönen guten Tag. Ein wunderschön. Warum denn nicht denn der dümmste Hausmeister, sag mal? Weil du mit den scheiß Sugoi auf Arbeit warst. Ich war mit dem Sugoi auf Arbeit? Ja. Nee. Nicht Warum denkst du, lieber einmal. Mann, dass du so eine Karre fährst? Das wollte ich eigentlich auch gerade fragen, was los ist. Carter hatte mir Nachrichten geschrieben. Ich war nie mit dem Auto auf Arbeit. Ich habe immer extra vorher das Auto gewechselt. Ich war entweder mit Motorrad oder mit meinem schwarzen Auto da. Mich hat Okay. noch nie jemand mit diesem weißen Auto gesehen, bis zu meinem Unfall. Welchen Unfall? Na, Ach so, wo du okay. noch bei mir Ja, warst. Freitag. Da haben sie das natürlich gesehen. Ich war aber eigentlich der Meinung, also keiner von denen hat irgendwas gesagt. Ich war der Meinung, dadurch, dass es auf der Seite lag, haben sie es vielleicht nicht erkannt. Hatte ich eigentlich gehofft, scheinbar ist es ein bisschen anders. Ja, Herr Liebermann musste aber gestern so ein paar Sachen losgelassen haben. Aber was weißt du nicht genau dabei? Ich hatte gestern, war abends so eine dicke Luft und da musste ich immer mal kurz so ein Powernap machen, weißt du? Ja. Da müssen wir nachher nochmal klären. Weiß ich jetzt nicht ganz genau, was da jetzt explizit gesprochen wurde. Ich weiß bloß, dass er da drauf rumgeritten hat. Okay, also Fakt ist mal eins, also ich habe mir jetzt schon mal ein bisschen Gedanken gemacht. Die haben mir den Abend nicht kontrolliert, wem das Auto gehört. Ja. Hast du gerade Zeit? Ich bin gerade ein bisschen am Häuser gucken, aber ich kann dich einsammeln, dann kannst du damit gucken. Ja, na, ich müsste erstmal ins MD, noch wenn die im Unfall nochmal kontrollieren lassen. So, mir geht es zwar soweit wieder gut, aber Safety First würde ich nochmal drüber Ja, schauen pass auf, lassen. dann Das Ding weißt ist, du, was wir würde machen? ich ganz gerne mal kurz treffen, um dir den Autoschlüssel zu geben, Ach so, damit das Auto ja. dir gehört. Ja, okay, alles klar. Dann war ich halt dort, das kann mir ja keiner vorhalten, mit wem ich mal unterwegs so treffe. Und das hieß, ihr macht dort ein Fahrsicherheitstraining und da habt ihr mir ein Auto geliehen. Okay. Na, pass auf, wo bist du? Ich bin jetzt gerade im Hotel. Ich bin gerade aufgestanden, habe die Pinkage? Nachrichten von Carter gelesen und dachte mir, what the fuck, was ist hier los? Bist du am Pinkage oder was? Genau. Ja, dann komme ich da jetzt hin. Machen wir so. Dann kann man das, kannst du mir den geben, den Schlüssel. Alles klar.
Genau, weil bis jetzt hat das definitiv keiner kontrolliert. So, vielleicht komme ich so aus der Nummer irgendwie noch raus. Das ist jetzt die einzige Möglichkeit, dass das an dem Abend liegt. Und dann erzähle ich halt einfach, dass ich da bei euch rumstand und ihr habt mir das Auto gegeben, um das Sicherheitstraining zu machen. Ja, okay, ich dachte, du warst damit auf Arbeit. Nein, das habe ich extra nicht gemacht. Woher soll die Bockwurst das ins Wissen, weißt du? Das ist jetzt die Frage, wo hat der die Info her? Er war ja auch dem Abend, ich habe ihn ja gar nicht gesehen. Ja. Es waren zwei Polizisten da, so ein Glatzkopf und der eine, der aussieht wie der Lassestein. Und es waren vom FD da, der Smith, also nee, der war von MD, Smith von MD und Buddy vom FD. Die vier Leute waren da, außer dir. Okay. Wir müssen rausfinden, woher der die Info haben soll. Okay, pass auf, aber ich mach mich auf den Weg, dauert 5 Minuten, bin ich bei dir. So machen wir das, alles klar, bis gleich. Jo, bis gleich, ciao. Okay, er hat also erzählt, ich wäre damit arbeiten gewesen, was de facto nicht der Fall war. Ich habe immer extra das Auto gewechselt. Definitiv. Apropos Auto, wo steht mein Auto eigentlich? Steht es hier unten? Ach nee, mein Auto ist beim LSC zur Reparatur. Das ist schon wieder alles ein Scheiß. Wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Das ist nun die Frage. Wo hat der die Info her? Ich war definitiv nicht damit arbeiten. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich doch irgendwann mal damit vorgefahren bin. Das war ich nicht. Mal gucken. Wir geben das Auto erstmal ab. Das ist die einzige, die ich jetzt so also spontan habe, zu erzählen, dass es nicht meins war. Die mir das einfach nur gegeben haben. Hallo Heinz. Moin. Ja, also spontan ist es die einzige Idee, die ich irgendwie habe, wie ich aus der Nummer nochmal rauskommen könnte. Ja, dann mach das erstmal und dann sagst du halt, du hast das Auto geliehen. Ist ja okay, wir können ja trotzdem halt, Freunde ich, sein. So, genau, dass ich halt dort bei euch war, ihr wolltet das Fahrsicherheitstraining machen und habt gesagt, ja komm noch mit. Da hab ich gesagt, ja hier mit meiner lahmen Karre komme ich halt nicht mit. Ja, genau. Beziehungsweise ich war ja mit Motorrad sogar da. Da habe ich dir mein Auto gegeben. Genau. Oder kannst du heute einfach sagen, du hast, du brauchst ja nicht mal sagen, Versicherheitstraining, du hast ja einfach das Auto jetzt wegen Winter geliehen. Okay, B, so, komm. Muss ich mir merken, dass es dein Auto ist. Ja, okay, hab ja. Ich. Ist da, dass du das dann... Genau, wenn es nämlich jetzt so im Nachhinein, der hat doch, der eine hat ein Foto davon gemacht, von dem Unfall, und meinte noch, das wäre für die in der Schulung, um zu gucken, wie man damit zu zeigen kann, wie man dann damit umgeht. Ich habe auch ein Foto gemacht. Der Smith hat ein Foto gemacht. Ja. Ich muss rausfinden, wie diese Info zu ihm kommt. Ich bin definitiv nicht zur Arbeit gefahren. Dann geh doch, pass auf, Heinz, mach doch einfach, du weißt davon gar nichts, ne? Richtig. Bis gerade eben wusste ich auch von nichts. Dann geh doch einfach ganz normal auf Arbeit. Heute mal.
Ja. Wenn du bloß eine Stunde gehst, weißt du? Naja, jetzt gehe ich auf jeden Fall erstmal ins MD, mich Genau, geh durchchecken erstmal ins lassen. MD, lass dich durchchecken und dann gehst du einfach ganz normal auf Arbeit. Ja, und dann mal gucken, was passiert. Ja? Und ihr habt euch den Liebermann geschnappt? Und ja. Sehr nice, Den also hat gibt's. das wie geplant funktioniert. Ja. Und außerdem ist der Herr Liebermann, so wie ich das gestern gehört habe, glaube ich, gerade gar nicht mehr in seiner Position. Der ist nicht mehr in seiner Position. Ja. Okay. Der muss wohl irgendwie beurlaubt sein oder sowas. Haben Sie meinen Koksen erwischt oder was? Keine Ahnung, er war gestern im FD zum Entzug, ne? Im MD. Schön beim Koksen erwischt. Sie sind raus, Sie müssen Entzug machen. Ja, moin. Er ist irgendwie beurlaubt oder sowas hieß es dann, also Er läuft. keine Ahnung. Ja gut, okay, dann gehe ich mich erstmal durchchecken lassen. Ich überlege gerade, ah, mein Auto ist beim LSC und mein Motorrad steht noch am Unicorn. Soll ich dich zum LSC noch fahren oder was? Ja, ob da schon wieder jemand ist? Weiß ich gar nicht, steht auf Ja, Twitter irgendwas, dass die da die haben sind? gerade gepostet. Ja, dann wäre es gut, aber lass mich ein Stück weiter vorne raus. Nicht, dass uns wieder jemand sieht. Ja, können wir machen. Dann machen wir das so und dann fahre ich dann damit zum MD. War das? Okay, dann. Okay, und ich weiß von nichts, muss ich mir auch erstmal merken. Ne. Ist da mal, wie es ist, wie es denn ausgelegt wird und so. Naja, Ja, gut, dann mach mal los. alles klar. Ah, das geht schon wieder gut los hier, da wird man gerade so wach. Gestern erstmal schön ausgeruht nach der Nummer. Aber jetzt fühle ich mich auch wieder ganz fit ein bisschen. Die Seite tut mir noch ein bisschen weh, hab ich halt doch voll drauf Ja, geflogen. ich lasse dich hier oben an der Bank raus, ne? Dann kannst du ohne Auto. Was machen wir mit dem Auto? Das müsste beim Ali stehen. Ich hatte da noch eine Nachricht geschrieben, dass die das dort abholen sollen. Weil die Ja. konnten es ja nicht abschleppen. Ja, dann lassen wir es da auch erstmal Okay. machen und dann hören wir es irgendwann ab. Ja, weil das muss man dann reparieren lassen. Die Seite müsste da ziemlich zerkratzt sein. Ja. Gut, alles klar, ich danke dir erstmal und dann Jo, melde ich mich Heinz. später. Na, bis dann, ciao. Ciao. Ah, das geht schon wieder gut los hier. So, dann gucken wir mal, ob wirklich jemand da ist. Holen wir uns erstmal unser Auto. Dann gehen wir uns durchchecken lassen. Ja, und dann werden wir es wohl wirklich so machen. Erstmal mal gucken, vielleicht kommt ja beim Durchchecken schon irgendwas. Vielleicht hat der Liebermann auch schon gesagt, dass ich da nirgendwo mehr arbeite oder so. Hier sind wir falsch. Eins weiter. Aber ich habe halt auch keine Nachricht oder irgendwas, ne? Vom Liebermann. Ja, nichts geschrieben. Ups. Ja, wenn da irgendwas wäre. Dann hätte er mir doch auch schreiben müssen eigentlich, oder? Abend. Na Ben, was kann ich für Sie tun? Ich wollte mein Auto abholen. Heinz Schmidt, mein Name. Hatte ich vorgestern abgegeben zum Reparieren. Heinz Schmidt. Korrekt. Guck ich mal nach. War so gegen 20, 2015. Ausbeulen und nachlackieren. Genau. Können Sie mitnehmen? Perfekt, das steht drinne. Wie
So, also Heinz Schmidt ausbeulen, nachlackieren. 660 war's, ne? Genau. Gut. Guck mal, was da steht. Nabend. Wahrscheinlich werde jetzt wahrscheinlich auch. Da ist er doch. Mein Kleiner. Ah, das sieht doch wieder gut aus. Das ist die Auto hier. Genau. Alles klar. Ich bedanke mich. Kein Problem. So, na, dann sind wir da mal gespannt und gehen mal schauen. Lass uns erstmal ein bisschen. Mal gucken, wir üben ja immer noch hier mal ohne Navi zu fahren, ne? Oha, wir brauchen erstmal eine Tanke. Wow. Wo ist denn hier die nächste Tanke? Ah, nehmen wir die hier. Nicht gleich wieder irgendwo gegenfahren. Alter, ist das Blatt und dieses Auto, ne? Ist halt rutschig as fuck hier. Natürlich. Ach, jetzt doch. Wieder alles äußerst interessant. Gucken, was da noch so passiert hier heute. Irgendeiner hat mich verpfiffen. Ich war definitiv nicht mit diesem Auto. Ich überlege hin und her. Ich habe immer extra das Motorrad genommen. Es war beim allerersten Einsatz. War kurz die Überlegung, ob ich den nehme. Und dann habe ich das aber noch abgewählt.
und da, da. Nochmal gefunden, weil ich ja noch einen Termin habe. Ja, das hatte ich dir ja die Tage schon gesagt. Genau, genau. Und je nachdem, wie lange der dauert, weiß ich. Jo. Ansonsten holen wir das jetzt nach mit dir. Und ich bringe jetzt erstmal den Getränkewagen nach Hause. Wir sehen uns gleich. Hi. Schönen guten Abend. Wie kann ich helfen? Ich müsste mich mal durchchecken lassen. Ich hatte vorgestern so einen Unfall. Zwar gestern mich ordentlich ausgeruht, aber so ein bisschen tut mir meine Seite noch weh. Zur Sicherheit mal drüber schauen. Wie war der Name nochmal? Heinz Schmidt. Ich bin gleich soweit. Mhm. Also ich war Freitag, ich war nicht hier, aber... Schmerz im rechten Arm, rechtes Bein und Hüfte, richtig? Nee, das ist eine ältere Geschichte. Ich war Freitag nicht hier nach dem Unfall. Die Kollegen vom PD hatten mich direkt ins Hotel gefahren. Da habe ich mich jetzt ausgeruht, aber ich wollte jetzt nochmal, ich habe immer noch so ein bisschen Schmerzen. Okay. Also diesmal war es nicht so doll. Jetzt haben wir es. Okay. Genau. Ja, also klar. Da dürfte noch keine Akte diesmal zur Verfügung stehen. Nee, das war jetzt die letzte Akte. Das genau. Diesmal ist es die linke Seite. Ich bin auf. Dann nimmt der Kollege Sie einmal mit in den Behandlungsraum 1. Ich komme dann sofort nach. Alles klar. Bitte? Einmal bitte auf die Trage legen und entkleiden. Der Fuß sieht halt schon wieder so geil aus. Was genau ist denn bei dem Unfall passiert? Ich bin so ein bisschen über die Abgrenzung der Straße quasi hinweggeflogen und bin so mit dem Auto zusammen so einen Meter weit abgestürzt und auf der Seite gelandet. Dabei bin ich halt so gegen die Tür gedrückt worden und alles. So, es war Gott sei Dank nicht so doll, ich war auch nicht mehr so schnell, hatte noch probiert zu bremsen, aber so ein bisschen drückt halt alles noch, deswegen wollte ich es zur Sicherheit mal kontrollieren lassen. Okay. Das Fahrzeug hat sich überschlagen? Nee, überschlagen nicht. Quasi wie ein Stein runtergefallen und auf der Seite gelandet. Weil ich hatte ja noch probiert zu bremsen. Dadurch ist nicht so viel passiert, aber durch den Schnee war es quasi wie eine Rampe. So, dass ich einfach über die Grenze hinweggerutscht bin. Ja. Und dann ist es halt einfach auf der Fahrerseite, auf der Seite gelandet. Dadurch war angeschnallt, es ging alles noch, aber ich bin halt einmal ordentlich gegen die Tür gedrückt worden. So, ja, tut noch mit der Schulter, drückt alles noch so ein bisschen. Ansonsten geht's. Der Schock war auf jeden Fall größer als der Schmerz. Aber sicher ist sicher, ihr seid die Fachleute. Ja, deswegen schaue ich mir das gerade mal an. Also, der Brustkorb ist jetzt stabil, der Bauch ist nicht verhärtet, ich finde jetzt keine großen Schürfwunden oder sowas.
Ja. Gut. Ich verstehe jetzt nicht so ganz, warum Sie die Hose ausgezogen haben. Mir wurde gesagt, ich soll mich vollständig entkleiden. Deswegen dachte ich, dann mache ich das doch. Okay. Gut. Die Arme ganz normal so hoch machen. Können Sie das ohne Schmerzen? Aber wie gesagt, an der Schulter zieht es ein bisschen, aber ansonsten geht's. Lassen Sie mich raten, die linke Schulter? Korrekt. Okay. Gut, dann können Sie sich erstmal wieder hinlegen und vor allem mal anziehen, weil es ist ja kalt hier. Das ist wohl wahr. Ihr könntet die Heizung ruhig ein bisschen hochdrehen. Ja. Aber auch mit der Heizung ist es nicht gerade warm. So. Die Schmerzen in der Schulter. Kann ich die Jacke auch schon wieder anziehen? Ja, natürlich. Okay. Die Schmerzen in der Schulter, die werden wahrscheinlich vom Gurt kommen. Mhm. Das wird jetzt auch noch vielleicht noch einen Tag oder sowas. Wird das wohl noch schmerzen? Nur hätten Sie jetzt gesagt, beim Arme hochnehmen, es geht nicht, weil die linke Schulter zu sehr wehtut. Dann hätte ich gesagt, okay, machen wir jetzt mal ein Röntgen, wie das aussieht. Aber da Sie das ja, ne, da Sie nur sagen, es zieht ein bisschen. Ja, es geht noch. Also sonst wäre ich gestern wahrscheinlich auch schon gekommen. So bin ich halt in meinem Zimmer im Hotel geblieben, habe mich ein bisschen ausgeruht. So. Das ging von daher. Ich wollte es einfach jetzt zur Sicherheit nochmal kontrollieren lassen. Ja, alles gut. Aufgrund dessen würde ich jetzt einfach sagen, da sehe ich jetzt von einem Röntgen ab und würde sie quasi so schon gehen lassen. Es scheint, dass dieses PD doch manchmal ein bisschen was medizinisch können, weil die Wunden, die sie hatten, sind recht gut versorgt. Da brauche ich tatsächlich nicht extra noch was tun. Okay. Ja, es war jetzt auch kein großer Aufprall oder irgendwas. Es ist halt einfach, ich bin halt einfach nur so ein Meter wie ein Stein im Auto runtergeplumpst. Von der Seite da hinten auf der Autobahn am Flughafengelände. Wann war das denn? Am Freitag. Um wie viel Uhr? Ach hey. Es müsste so gegen 12 Uhr gewesen sein. Also abends. Das wundert mich ein bisschen, warum das PD sie dann direkt nach Hause gefahren hat, weil am Freitag bin ich um 9:30 Uhr in Dienst gegangen und bin nachts um 3:30 erst wieder außer Dienst gegangen. Ja gut, vielleicht weil der Kollege jetzt auch nichts weiter gesagt hatte. Also es waren ja auch, dadurch, dass das Auto ja hängen geblieben ist, vom LSC war keiner mehr zu erreichen. Die Feuerwehr hatte da wohl, also FD hatte wohl noch einen Abschlepper den Abend, die hatte ich ja auch angerufen, der Herr Smith und der Buddy Hell waren ja auch da. Hatten probiert, das Auto da rauszuholen. Vielleicht sind die auch einfach davon ausgegangen, dass die schon mal geschaut hatten. Ich hatte jetzt, wie gesagt, mit dem Adrenalin hat man halt eh immer erstmal nicht so doll Schmerzen. Und vielleicht haben sie mich deswegen einfach nach Hause gefahren. Weiß nicht, die hätten mich natürlich auch hierher bringen können. Aber ich hatte gefragt, ob sie mich ans Hotel bringen. Und so dachten sie, ja, machen wir noch. Ja. Nee, dann wird das wahrscheinlich dann... Die haben wahrscheinlich auch einen Verband oder sowas gegeben. Nee, das passt schon. Also quasi 23.30 Uhr war das, ne? Eher ein bisschen später, eher so 00:30 Uhr. Okay. Ja, an den Einsatz tatsächlich erinnere ich mich auch. Da sind die beiden mit dem Abschlepper auf jeden Fall los. Wundert mich nur, dass die da gar nichts geschrieben haben. Ja, das passt. Gut, dann kann der Kollege mit Ihnen schon nach vorne gehen. Oh, das ist ja schon mal gut. Ich komme gleich nochmal nach vorne, weil eine Rechnung müssen wir leider trotzdem schreiben. Ja, alles gut. Das ist ja, ihr macht ja auch euren Job, dann muss auch bezahlt werden. Eben. Okay, bis gleich. Ich komme sofort wieder. Ihr kommt sofort nach. Warte mal. Machen wir so. Machen wir das auf Bilder oder was? Ja,
So. Die kommt bestimmt gleich wieder vor oder so. Wir rufen was. Ja, die kommt schon wieder. Ja. Oh, wenn sie will, dass ich noch bezahle, dann sollte sie. Ja, ja, die ist im Ladungsraum hinter. Ah. Kann man schon mal helfen? Mir? Hm. Nee, nee, ich wurde ja gerade behandelt, ich soll jetzt noch warten. Stellt mir noch eine Rechnung aus. Er muss nur bezahlen. Genau. Dann darf er wieder gehen. Wollen alle nur noch mein Geld. Ja. Ja. Ich verstehe jetzt schon. Kein Einspruch, ne, ist klar. Wenn du zu viel hast, nehme ich auch was. Ja, ist jetzt nicht so. Bin ja schon mal froh, dass ich nicht krank geschrieben bin. Dann kann ich hier nachher nochmal ein bisschen putzen kommen, dann verdiene ich vielleicht nochmal ein bisschen was. Ansonsten habe ich es da jetzt auch nicht so dicke. Meine Kleiner. Bitte? Eine. Eine dicke Tasche. Wow, ich verstehe halt einfach kein Wort. Hast du verstanden oder soll ich es übersetzen? Ja, mach mal. Ich überlege immer noch. Er hat gemeint, es hat keiner so eine dicke Tasche. Ah, okay, verstehe. Ja, das immer noch. Dachte ich das so, es war bei dir nicht so schlimm. Es ist ein bisschen schwierig bei ihm am Zug. Vielleicht gewöhnt man sich da dran. Manchmal geht's. Okay. Manchmal. Mhm. Gehen wir davon aus, ihr solltet mitkommen? Hallo? Sorry, ich habe vergessen, dass ich... Ja, alles gut. Gerade, naja. Also, jetzt gucken wir mal wegen Ihrer Rechnung. So, machen wir das. Das sind nur 150... Nein, gar nicht, $200. Ach, das hält sich ja in Grenzen. Moment mal, bevor ich jetzt irgendwie was Falsches sage. Doch, $200. Ich mach die Zeit schon weg. So. Gleich. Und zwar... Wenn Bella fertig ist, dann machen wir los. Ah, okay. Oder nee, Cedric. 19. Ich bin heute die Sprache verschlossen. Ich war gerade ein bisschen irritiert, warum die Kollegen schon wieder so schreien. Ja, das ist... Manche haben sie einfach nicht unter Kontrolle, ne? So, da wäre die Rechnung. Mhm. Das wäre es dann schon, wenn sie das gezahlt haben. Dürfen sie dann auch. Erledigt. Und dann entziehen. Gut, dann wünsche ich Ihnen... Ja, vielleicht sehen wir uns später nochmal. Dadurch, dass ich ja jetzt Gott sei Dank krank geschrieben bin, kann ich noch ein bisschen sauber machen. Ja, eben. Alles klar. Bis dahin. Bis dann.
kann. Okay. Haben wir jetzt erstmal nichts weiter gesagt. Dann holen wir uns erstmal was zu essen irgendwo. So, der nächste Shop war da. I need to eat. Ich war verwirrt. Kann nicht sein, dass hier keine Shops mehr gibt. Warum geht der nicht ran? Er hat doch hier geschrieben. C ist da, dann probieren wir den direkt nochmal anzurufen. Ah, fuck. Hat wohl noch keinen Bock. Ich muss rausfinden, was da los ist. Wir werden uns erstmal umziehen. Gucken, ob die Leute uns noch arbeiten lassen. Und ob da jetzt schon irgendwas im Gange war. Abend. Brille ab als Hausmeister. Ach, das ist halt auch wirklich immer so eine Sache mit dem Umziehen hier. Okay. Sind schon mal in Hausmeisterkleidung. Shop. So, erstmal ein bisschen was zu essen kaufen gehen. Und dann werden wir einfach mal probieren, ein bisschen zu arbeiten. Gucken, ob das alles noch sauber läuft. Oder ob da schon irgendwas im Gange ist. Hallo. So,
So, komm, gib mal hier. Gleich mal ein paar mitnehmen. So, stehen auf Energy. Gleich mal einen snacken, ja. Yeah. Mm. So, dann werden wir jetzt mal zum PD fahren. Und gucken. Ah, warte mal. Warte, bevor wir da hinfahren. Und irgendwas komisch wird. Hallo? Kofferraum? Komm nicht in meinen Kofferraum. Vielleicht so. Sehr kurios. Na gut. Müssen wir sie doch bei uns behalten. Eigentlich wollte ich gerne meine Waffe in den Kofferraum packen. Anschneiden funktioniert. Sehr skurril schon wieder alles. So, dann sind wir doch mal gespannt.
Na, Abend. Guten Abend. Ah, da. Hi. Wie können wir behilflich sein? Eckwort müssen sauber machen mal wieder. Okay. Und wo und was und wie? Na, den ganzen Bereich Händen. Kennen wir uns noch nicht? Der Hausmeister bin ich. Herr Schmidt. Okay, dann ist da Ihr richtiger Ansprechpartner. Ha. Die wollen wieder sauber machen. Korrekt. Ich komm rum. Nach so einer Woche war ja ein bisschen was. Bitte? So, nach so einer Woche sieht es ja bestimmt wieder gut aus. Ja, ich denke. Ich habe mir die ganzen Räumlichkeiten jetzt noch nicht angeguckt, aber könnte sein, ja. Oh, ich schau mal, wo es nötig ist. Ich mache ihn mal auf. Komm rein. Bitte schön. Danke. Abend. Wer war denn der andere Herr gerade? Der draußen war? Ja. Das ist der Herr Penta. Okay. Ja. Oh, kenne ich noch nicht. Er mich scheinbar okay. Auch nicht. Gut, nicht jeder hat sie, glaube ich, schon hier gesehen. Ja, ich dachte eigentlich, dass das irgendwo hinterlegt ist mittlerweile, aber naja, gut. Vielleicht hat es auch noch nicht jeder gelesen. Es ist hinterlegt. Da steht Ihr Name und Ihre Telefonnummer. Ja, na, der Herr Penta, den habe ich auch noch nicht kennengelernt hier. So ein Passfoto fällt da noch. Das wäre vielleicht noch was, ja. Dann hätte man es sofort immer. Naja, ist ja nicht so schlimm. Ja. Sie kennen sich ja mittlerweile hier aus, oder? Korrekt, ja, das kannte ich ja tatsächlich vorher schon. Ja, perfekt. Da ich ja hier auch schon gearbeitet habe. Sie haben hier gearbeitet? Ich habe hier früher schon mal gearbeitet, ja. Ist aber, glaube ich, schon ein bisschen her, oder? Das ist jetzt so, ja, schon eine Weile her, tatsächlich. Okay. Mittlerweile hat sich hier auch ein bisschen was getan. Die einzigen, die von damals noch da sind, sind Cody und der Herr Lassestein, glaube ich. Ui. Mehr ist, glaube ich, von damals gar nicht mehr da. Das sind nicht viele. Nee, tatsächlich nicht. Fluktuation hier. Aber es sind ja auch viele neue Gesichter. Ja. Irgendwann braucht man auch mal einen frischen Schwung, ne? Richtig, richtig. Und im Moment, also sagen wir mal so, mir ist jetzt auf der Straße nicht viel aufgefallen, scheint also zu funktionieren. Ja, das freut uns auf jeden Fall zu hören. Ich fühle mich auf jeden Fall sicher. Das freut uns doch mehr zu hören. Nicht wahr? Nee. Na, dann gehe ich mal ein bisschen schauen. Machen Sie das. Danke. Okay. Viel Spaß. Okay, also im PD scheint auch nach nix irgendwie komisch zu sein. Oh. Hier, lassen Sie mich auf jeden Fall erstmal noch rein und alles.
Oh, hier sieht es ja noch ganz ordentlich aus. Ja, auslassen heute. Natürlich, der Pausenbereich. Hier sieht es wieder aus wie Sau. Ne? Es ist immer wieder klar. Immer ist es der Pausenbereich, wo man hier rumputzen muss. Ich benehme wie die Schweine hier. Eieieiei. Putzi, 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 putz. Putzi, 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 putz. Putzi, 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 putz. Putzi, 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 putz, 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 putzi, 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 putz, putz. Putzi, 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 putz, putz. Ach, lassen wir das. So, nicht schick, der Hausmeister. Guck mal an, wen wir da haben. Die Frau Abby Coleman. Schau mal einer schick. Das ist ja äußerst interessant.
Oben. Bis. Sehr interessant, interessant mit der Frau Coleman. Arbeitet sie jetzt hier also im PD? Tatsächlich. Dann nicht gerne mal einen eleganten Spagat. Letztes Mal gesagt noch, sie hat hier ein Praktikum gemacht. Eigentlich arbeitet sie ja für Mr. Damien King beim Cannashop. Und verkauft Cannaprodukte, CBD-Produkte. Tja, ja, ja. So kann's gehen. Noch ein bisschen abwarten, ob hier jetzt noch was passiert. Ansonsten werden wir mal schauen, dass wir jetzt zum MD wieder rüberfahren. Hey. Moin. Ich bin soweit durch, wenn du mich rauslässt. Ach so, ja, Moment. So, wenn irgendwas ist, meldet ihr euch einfach, ne, falls euch wieder irgendwas auffällt. Ja, ich melde das gerade. Der Hausmeister ist soweit durch mit den Arbeiten, die er gemacht hat. Ja. Danke. Schönen Abend. Ebenso. Gerade war noch so schön sauber, jetzt sieht es wieder aus wie sauer, das Auto.
Din, 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 din. Schönen guten Abend, die Herren. Hey, Facility Manager. Lass uns mal runtergehen. Ah, alle check bei euch. Ja, noch klar. Passt alles. So, also beim PD war alles normal. Die haben mich reingelassen, sauber machen lassen, alle check. Da gab's bis jetzt noch nichts. Was hast du denn für Infos? So, ich habe gar keine Infos. Pass auf. Wir haben ja gestern mal ganz spontan Sachen von Kayo runtergeholt. Ja, genau. War ja so geplant. So, ja, und dann war ja geplant, dass wir unseren lieber Labermann mitnehmen und da drüben sitzen lassen. Mhm. So, den haben wir uns dann nach langem Warten und langem Suchen und langen Nervenzusammenbrüchen auch geschnappt. Okay. Ja, lange Geschichte, gar keinen Sinn. Wir haben ihn trotzdem irgendwann gekriegt, haben ihn geschnappt und dann haben wir halt schnell gemacht und hatten noch ein paar Zwischenfälle leider. Einer der Leute ist halt unten am Hafen auch noch abgesoffen, sodass Bullen und so alle aufgekreuzt sind. Ja, alles scheiße. Egal, Aktion hat trotzdem funktioniert. Wir waren drüben, wir haben den Labermann ein bisschen zurechtgebogen. Der sollte jetzt auch irgendwo da oben Zimmer neben dem King haben. Okay. Bloß die Aktion war, als wir ihn in die Karre geschnappt haben. Der redet ja sehr gerne, der hört sich ja echt gerne selber reden, ja. Ja, so habe ich ihn auch kennengelernt tatsächlich. Und dann hat er einfach so aus dem heiteren Himmel gesagt, Mensch, die Karre, die kenne ich ja. Na, der Heinz Schmidt, der 31er, der gehört ja anscheinend dann zu euch. So ein Schwein und bla 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 bla. Das kann der gar nicht wissen, ich bin nie mit diesem Auto rumgefahren. Ja, keine Ahnung, das weiß ich halt nicht. Und ich habe dann halt auch nur gesagt, Heinz Schmidt, wir kennen keinen Heinz Schmidt. Und diese Karren hier fahren wie ein Sand am Meer. Die Karre haben wir hier aufgeknackt und mitgenommen. Keine Ahnung, wegen dir gehört. Bla, bla, bla. Also ich weiß nicht, was der halt für Träume hat. Ich weiß auch nicht, ob der die Karre wirklich kennt von dir. Was weiß ich. Ich bin immer hier. Mit der Kiste fahre ich immer zur Arbeit oder mit dem Motorrad. Okay. Der hat mich definitiv nie in der anderen Karre gesehen. Hat mich schon angekotzt, dass ich die nicht fahren kann. Die einzigen, vielleicht die mich halt darin gesehen haben, waren bei dem Fahrsicherheitstraining halt durch meinen Unfall. Da haben mich halt hier vom MD, der Chris Smith, der Buddy Hell hier vom FD und dann der eine Cop, der aussieht wie der Lassestein Junior nennen sie den wohl auch, und irgendein Glatzkopf von denen. Die vier haben mich dort gesehen. Die haben aber weder eine Abfrage gemacht, wer ich bin, noch haben sie eine Abfrage des Halters, des Autos oder irgendwas gemacht. Da war ich eigentlich schon sehr glücklich und dachte mir, alles klar, die Nummer ist erledigt, jetzt werde ich wach und da kommt sowas. Naja, vielleicht hat er dich ja trotzdem durchleuchtet und geguckt, was du für Karren hast. Das kann natürlich sein, aber ja gut, müsste man halt rausfinden, ne? Ja, aber sonst auch scheißegal. Ich meine, die Karre kann sich jeder kaufen, die Farbe kann jeder nutzen. Es ist nicht so, dass das verboten ist. Ja. Es ist nicht so, dass das irgendwie limitiert ist und nur auf uns zugelassen ist. Also sagen wir mal so, ich hab jetzt erstmal Peter das Auto gegeben. Für den Fall, dass es von der Nummer mit dem Unfall kommt, dass die dort vielleicht noch irgendwie den Wagen gesehen haben und mit ihm gesprochen haben. Wenn sie es jetzt irgendwie überprüfen sollten, ist er halt nicht auf mich zugelassen. Dann sage ich einfach, ich stand dort bei euch, ihr wolltet das Fahrsicherheitstraining machen. Ich habe gesagt, ja, mit meiner Karre brauche ich gar nicht erst anfangen. Und dann hat Peter mir sein Auto geliehen. Das Problem ist, wenn die schon wissen, dass das dein Auto ist und das gehört es auf einmal mir. Dann ist es auch egal, weil wenn sie das eh wussten, dann ist sowieso egal. Ja, gut. Ja, aber so schleudern wir halt noch mehr Sand auf, ne? Wenn die Karre auf einmal nicht mehr in deinem Besitz ist. Ja, wenn man jetzt wüsste, wo der die Info her hat. Dann wird es auf einmal auffällig. Deswegen einfach Karre behalten und sagen, wieso. Also, die Autos fahren hier wie Sand am Meer rum. Mir gefällt die Karre. Scheißegal. Ich meine, er hat ja überhaupt gar nichts Handfestes in der Hand. Gar nichts. Okay. Das ist einfach nur eine Vermutung. Und jetzt, sag mal, was hast du gesagt? Der King liegt auch hier? Was ist denn jetzt schon wieder los? Den King haben sie gestern an der Platte operiert. Okay.
Warum das? Am Kopf gehabt, keine Ahnung. Der hat so oft einen auf die Fresse gekriegt, auf den Schädel gekriegt. Da war irgendwas an seinem Kopf, das mussten sie halt mal nachgucken bzw. beheben. Wow. Jetzt haben sie ihm wahrscheinlich eine Synapse mehr eingebaut, der ist nämlich irgendwie intelligenter geworden. Hast du dich gerade mit ihm unterhalten, oder? Nee, noch nicht, aber er hat so komische Sachen in die Gruppe geschrieben. Und hat dann seinen Namenskürzel hintergeschrieben. Das habe ich nämlich noch vorgestern gesagt, dass das bitte jeder machen soll, damit man weiß, wer da überhaupt was geschrieben hat. Okay. Von wem das überhaupt kommt. Ach, dann war also hier der Text, dass jemand anrufen soll, der gestern dabei war, von ihm. Ja, genau. Peter hat mich nämlich auch gefragt, wer ist denn DK? Ja. Ich hatte auch überlegt und dann dachte ich mir, ja gut, müsste ja eigentlich Damien sein. Und habe probiert, ihn anzurufen, aber da ist er nicht rangegangen. Aber gut, wenn er hier im Krankenhaus liegt, vielleicht hat er auch schon wieder geschlafen. Das war ja dann bestimmt eine mächtig anstrengende OP, wenn er am Kopf operiert wird, meine Fresse. Ja, da waren doch irgendwie zwischendurch mal die Lichter aus, er hat wohl auch seine Oma gesehen, hat er gesagt. Oha. Nicht, dass er jetzt sein bisheriges Leben bereut und die Richtung ändern will hier. Ja gut, dann ist seine Gehirnverletzung auf jeden Fall das kleinste Problem, was er hat. Dann kriegt er nämlich gleich noch eine zweite dazu. Ich habe gestern einen Liebermann schon geübt. Hast du ihn schön auseinandergenommen, oder was? Wann war das? Ja, ein paar Finger gebrochen, ein paar Zähne gezogen. Ein paar Zähne gezogen? Ja, der wollte halt einfach nicht reden. Oder auch nicht aufhören zu reden. Okay. Du hast ihn jetzt aber nicht zufällig gleich gefragt, woher er die Info mit dem Auto hat. Nö. Ich habe halt gesagt, hast du irgendwas Interessantes für mich? Ansonsten musst du halt aufhören zu labern. Und der hat einfach immer nur weitergelabert, war aber nichts Interessantes dabei. Deswegen habe ich angefangen, ihm die Zähne zu ziehen. Ja, moin. Dann haben wir ein paar Fingernägel gezogen. Dann habe ich ihn mal kurz unter Strom gesetzt. Und er hat einfach gar nichts erzählt? Nö. Oh, Intelligenz ist halt auch immer so eine Sache, ne? Dann haben wir ihm noch die Kniescheibe zertrümmert. Die andere auch. Okay. Ich dachte, das hätte erstmal gereicht, aber mal gucken. Ich wollte ihm erst die Zunge rausschneiden, aber dann dachte ich so, wenn der dann nur noch vor dir steht und mit Handzeichen jongliert, das ist auch doof. Gut, okay, also du meinst, es ist besser, wenn ich den Schlüssel behalte? Ja, definitiv. Dann gebe ich ihn ja gleich wieder. Ja, dann machen wir das so. Sonst hätte ich halt, ja gut, wenn er natürlich vorher mich durchleuchtet hat, welche Autos ich weiß nicht, ob er gucken kann, wer welche Autos hat. Ich hätte eher gedacht, die können nur gucken, welches Auto zu wem gehört. Ja, bitte. Papier und Schlüssel. Also ich war ja auch mal bei der Polizei und da konnte ich definitiv nur gucken, wer zu dem Auto gehört und nicht andersrum. Ja, ich kann es halt nicht sagen. Vielleicht hat er ja wirklich angefangen nachzuprüfen oder sonst was. Ja. Und durch deinen Unfall ist er halt darüber gestolpert oder so. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was er so treibt in seiner Freizeit. Ich weiß auch nicht, was da läuft zwischen ihm und den Chiefs. Ich weiß nur, dass er bei uns ja irgendwann mal Schnee bestellt hat und dann eine Party geschmissen hat, wo alle Chiefs eingeladen waren. Also auch hier MDFD und Co. oder was? Yep. Okay. Ja. Aber den Namen, die du mir gegeben hast, den trauen wir schon, oder was? Die Namen, die ich dir gegeben habe, trauen wir. Die sind auch diejenigen, die mir die Infos gegeben hat, dass die mit den Chiefs abhängen und Party feiern. Okay. Also der Koksnasen-Johnny. Ja. Der jetzt angeblich auf Entzug ist. Der ist jetzt auf Entzug? Ja, der will gerne aufhören, hat er gesagt. Ach ja, stimmt. Hast du vorhin schon irgendwie was erzählt? Der ist beurlaubt und sowas, ne, Peter? Eieiei, das sind mir einfach alles so viele Infos hier, gerade wach wirst. Ja, der hat sie wohl zugedröhnt und hat dann hinten oben am, wie heißt der Park? Mirror Park? Mhm. Da ist er wohl über die Straße gelaufen und hat da ein bisschen rumgeballert. Wow. Okay. Alter. Kann man mal machen als Justizminister, na klar. Ja, das war den Abend, wo ich mit King unterwegs war. Und King hatte halt den Liebermann gesucht und hat ihn da oben dann gefunden. Und als ich ihn dann gefragt habe, so, ja, wo ist er denn jetzt, wo bist du? Ja, der ist hier am Mirror Park und ballert um sich. Wow. Dann bin ich da hochgekommen und da war er halt total zugedröhnt. Also, wer weiß, vielleicht haben sie ihn deswegen beurlaubt dann, oder was? Keine Ahnung. Oh Mann, ja gut. Ich mache auf jeden Fall einfach erstmal weiter. Ich weiß ja quasi von nichts. Aber ich hab dir jetzt aber mal eine Info gegeben, die man ja eventuell nutzen kann, wer auch immer das Sagen beim Justizamt hat.
oder auch der Liebermann vielleicht gebrauchen könnte, weil die Aktion gestern, dass wir ihn da abgesetzt haben, die hatte ja gar keiner auf dem Schirm und Dom war ja vor Ort im Galaxy. Und als wir dann quasi gesagt haben, den Anruf getätigt haben, dass da einer sitzt, der vielleicht abgeholt werden möchte, ja, sind wohl alle Bullen, obwohl sie total Hackenstrunze waren, da unten erstmal aufgebrochen, ab in Dienst und haben versucht, ihr Bestes zu geben. Da waren dann die Namen, die ich dir genannt habe, dabei. Also jetzt ist die Frage, wie er das findet, wenn ich mit so einer Info jetzt komme, ne? Keine Ahnung. Wenn es um die Situation geht, muss ich gucken, wie ich die einarbeite. Das müsste doch jetzt jemand... Aber besoffen in Dienst gehen ist natürlich auch eine Nummer, ne? No. Geht halt gar nicht, ne? Wenn jemand beurlaubt ist, dann muss doch jetzt jemand anderes seinen Posten übernommen haben. Ja, ich muss mal gucken. Ich werde mal ins Justizministerium fahren. Es gibt ja dort sonst eigentlich nur die Knutzen. Und die hier, wie hieß die andere? Gabby? Mehr gab's ja da nicht. Meines Wissensstands nach. Und ich weiß nicht, ob von denen es jetzt jemand übernommen hat. Die Knutzen ist ja irgendwie schon länger mit dabei. Die Gabby hat mit mir zusammen angefangen. Ja, mal schauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Gabby das übernommen hat. Also kann eigentlich nur die Knutzen sein, wenn dann. Ich weiß ja auch nicht, wer ihn da noch in Urlaub schickt. Wer ihm noch weisungsbefugt ist. Ja, das kann ja dann nur einer von den beiden sein. Naja, aber die beiden waren ja quasi bei ihm angestellt. Ja, aber ich weiß, dass die Rothaarige war auf jeden Fall am Mirror Park und hat ihn einkassiert. Okay. Wow. Ach ja. Auch der Liebermann, der muss ja einen haben, der ihn kontrolliert. Ne? Wenn zum Beispiel kann er eigentlich nur noch der Bürgermeister sein. Also. Kann er eigentlich nur noch der sein, ne? Ja, so ist das. Jo. Gut, dann weiß ich erstmal Bescheid. Falls einer fragt, habe ich mir das Auto halt einfach irgendwann mal zugelegt und habe sonst nichts damit zu tun. Alles ja, klar. Die Option so rum wäre natürlich schlimmer gewesen. Also andersrum, die Ausrede hätte mir eigentlich besser gefallen, muss ich gestehen. Aber falls wir es wirklich vorher schon wussten, wäre es natürlich schlecht. Ach, dieser Scheißunfall regt mich immer noch auf. Aber gut. Können wir jetzt auch nicht mehr ändern. Halb so wild. Viel schlimmer ist, dass wir den Mike Frost aus dieser scheiß Nummer von gestern rausziehen müssen. Dass er da unten abgesoffen ist und dann in voller Montur, mit der wir eigentlich nach Cario wollten. Ach du Scheiße. Hat ihn vorher keiner gefragt, ob er schwimmen kann? Also ich bin eigentlich davon ausgegangen, wenn man nur ein Boot abholen soll, dass man nicht unbedingt absäuft dabei. Aber war mein Fehler anscheinend. Jetzt erklär mal jemand, warum der die Montur anhatte. Na, super Idee. Ja, das Gute ist, dass die Leute, die halt da waren mit ihm, geschaltet haben und sofort mit dem Boden abgehauen sind. Oh Mann. Trotzdem müssen wir den jetzt erstmal erklären, weil er hat jetzt wohl eine Anzeige wegen Amtsanmaßung am Hals, weil die hatten halt die Schutzausrüstung der Feuerwehr dabei. Ja. Naja, wenn dann drüben eine Seuche ist, ist das ja auch sinnvoll, ne? Ja. Aber jetzt bringen sie mit ihm dann auch noch in Zusammenhang, dass wohl seit einiger Zeit hier andauernd die HLFs und sowas geklaut werden. Mhm. Jetzt sind sie der Überzeugung, dass er das eventuell ist. Aber wenn einer so dumm ist und da absäuft, der kann ja nicht intelligent genug sein, so ein Ding zu klauen. Meine Meinung. Also jetzt, ohne ihn nahe zu treten, das war halt Unglück, dass er abgesoffen ist, ne? Aber ich würde jetzt dann niemals behaupten, dass so einer in der Lage ist, halt irgendwelche Sachen zu klauen. Sie sollten auf jeden Fall mal drüber nachdenken, wenn er das schaffen würde, die zu klauen, was dann bei ihnen schief läuft, ne? So ist es. Aber sei es drum, wir müssen uns überlegen, wie wir ihn aus dieser Nummer wieder rausgehen. Entweder wollte er halt tauchen gehen und hat sich einfach die falschen Sachen gekauft. Was ist denn, wenn er üben wollte für den Tag der offenen Tür? Er wollte sich dort unbedingt beim FD bewerben und wollte einfach das schon mal ausprobieren. Er hat ja beim FD gekündigt, das ist ja das Problem. Ach, scheiß. Okay, der kommt also vom FD. Zwei, die halt auch so gestern auf dem Plan war, dass er vielleicht irgendwo eigentlich als Strip-Tänzer tanzen sollte und das voll die Lachnummer war und er sich gedacht hat, er beendet das Ganze jetzt mal kurz. Ah, ja. Naja, wenn ein Unicorn ihn gebucht hat als Stripper
Und ja, muss er nur noch rausfinden, warum er da unten war. Ja. Vielleicht wollte er seine Tanznummer üben und ist ausgerutscht. Scheiß. Meine Fresse. Alles nicht so einfach. Nee, tatsächlich nicht. Aber das müssen wir auf jeden Fall vorher vom Tisch haben, bevor der Lieberknecht hier aus seinem scheiß Einzelzimmer wieder rauskommt. Und anfängt rumzuschnüffeln. Na gut, ich werde dann mal zum Justizministerium fahren, gucken, ob ich da irgendjemanden treffe, dem mir erzählen kann, was da jetzt los ist, wer jetzt da was übernimmt. Ja, und ja, weiß ich nicht, ich habe keine Nachricht sonst irgendwie von der Seite. Also bis jetzt scheint noch nicht angekommen zu sein, was der liebe Mann irgendwo weiß. Wenn er was weiß. Nicht, weil er hat sein Telefon nicht mehr. Okay. Das habe ich ihm ja gestern noch weggenommen. Okay. Das hat er jetzt per Post erst zugeschickt bekommen. Gut, na dann schaue ich einfach mal. Gut, dann habe ich halt das Auto und habe mir das halt einfach mal irgendwo geholt und das muss zufällig sein, dass es so aussieht. Da kann ich ja nun auch nichts für. Ja, so ist es. Alles klar. Ah, ja. Juti. Dann gehe ich da erstmal schauen, wenn ich irgendwas weiß, sag ich nochmal Bescheid. Jo, eins, mach das. Juti, dann bis später. Jo, bis später. Ich weiß nicht, ob mir die Ausrede so gefällt. Aber gut. Ist halt ziemlich mager, die Ausrede, finde ich. Und soweit ich weiß, können die nicht wissen, wer welche Autos fährt, sondern können nur die Autos überprüfen und gucken, wem es gehört. So, offiziell weiß ich davon aber natürlich immer noch nichts. Hey, diese Aufgabe wird immer geiler, ganz ehrlich. So, halt, hör mal, hier vorne ist der richtige Eingang. Okay, ist auch nicht der richtige Eingang. Aber egal. Hey, Gabi. Ja, wie geht's dir? Gut soweit, dann selbst? Ja. Ah. Komm mal schnell runter.
Was? Ja, Leia kann Ihnen das erklären. Wir waren beim Du, oder? Ja, klar. Ich bin ganz verwirrt. Sonst hätte ich doch nicht Gabby gesagt. Ja. Tatsächlich weiß ich deinen Nachnamen nicht mal mehr. Ja, Biel. Ja, ist stimmt. Ist eigentlich auch egal. Oh Mann. Da war ja was. Ja. Mensch, ist ja mal richtig was los hier. Sonst, ja, wenn ich herkomme zum Saubermachen, ist immer keiner da von euch. Ja, Entschuldigung. Hallo, Namen, Frau Knutzen. Rottenbach, mittlerweile. Was? Aber, Rotten? Oh, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich habe leider nicht so gute Nachrichten für Sie. Ich würde gerade mit der Tür ins Haus fallen, es sei denn, Sie möchten das in einem Büro klären und nicht im Gang. Worum geht's denn? Das Arbeitsverhältnis zwischen Ihnen und dem DOJ wird von jetzt auf gleich per sofort beendet. Und warum? Das hat unter anderem mit Verstrickungen bzw. vermuteten Verstrickungen von Ihrem, nennen wir es, täglichen Umgang mit gewissen Gruppierungen zu tun. Täglichen Umgang mit Gruppe was? Ja, es ist aufgefallen, dass Sie mit, nennen wir es mal, wie es ist, mit den Leuten vom Herrn King zusammen abhängen, wie man so schön sagt. Mit den Leuten vom Herrn King? Wer ist denn Herr King? Ich glaube, wer Herr King ist, wissen wir alle. Ja, ist er noch irgendwie anders? Ja, der Herr Damien King. Ach, Damien, ja, den habe ich schon mal gesehen. Mhm. Deswegen wird, wie gesagt, das Arbeitsverhältnis. Aber den müssen Sie mir jetzt ein bisschen genauer erläutern. Kleinen Moment gerade. Jetzt nicht. Wie gesagt, die Entscheidung ist noch vom Herrn Professor Dr. Liebermann gefällt worden. Der ist jetzt aktuell nicht im Dienst, deswegen obliegt das jetzt mir, Ihnen das mitzuteilen. Sekunde, der arbeitet gerade nicht und Sie wollen mir jetzt erzählen, ich bin gekündigt. Ja. Ja, nee. Also eingestellt bin ich vom Herrn Dr. Lieber, denn dann soll er mich auch selber kündigen. Das mache ich doch nicht, lass mich doch hier nicht rausschmeißen, nur weil er mal einen Abend freimacht oder so. Was ist denn hier los? Was ist denn das für Anschuldigungen jetzt hier? Im Moment von der stellvertretenden Justizministerin gekündigt. Und warum Mitarbeiter bei uns eingestellt oder gekündigt werden, ich sage Ihnen das im Guten, ist tatsächlich eben nicht Bestand, ob das jetzt für Sie so in Ordnung ist oder nicht. Ja, das sehe ich anders. Es gibt ja Arbeitsverträge nicht umsonst, ne? Also ich wurde halt vom Dr. Liebermann auch eingestellt und nicht von Ihnen. Also das sehe ich hier alles ein bisschen anders. Kann ja nicht jeder machen und tun, was er will hier. Gut, was ist denn hier los? Aber wie gesagt, der Herr Dr. Liebermann ist aktuell nicht im Dienst. Ich bin im Moment seine Stellvertretung. Die Beendigung, das Ende Ihres Arbeitsverhältnisses bei uns wurde vom Herrn Liebermann beschlossen. Und ich bin jetzt nur die Ihnen das dementsprechend mitteilt. Also ich denke, dass er mir dann doch da wenigstens mal mich angerufen hätte, mir eine Nachricht geschrieben hätte, irgendwas. Dass er mit mir reden will oder so. Offensichtlich nicht. Jetzt habt ihr hier, erzählt mir irgendwas von wegen, ich bin irgendwie, betreffe mich mit irgendwelchen Leuten von irgendwelchen Gruppierungen. Also was, das verstehe ich nicht, nee. Wie gesagt, Herr Schmidt, ich kann Ihnen nur sagen, dass ich jetzt diejenige bin, die Ihnen dann diese schlechte Nachricht mitteilen muss, aber ich zahle Ihnen gerne noch die letzten Stunden, die Sie hatten. Danach werden Sie aber nicht mehr fürs DOJ arbeiten. Okay. Okay. Ja gut, das will ich auf jeden Fall nochmal wirklich klären. Das kann ich einfach sagen, hier, du hast dich da mal irgendwo mit irgendjemandem getroffen, jetzt bist du gekündigt, was ist denn das? Herr Schmidt, ich glaube, dass Sie selbst am besten wissen, dass Sie sich nicht nur einfach mal irgendwo mit irgendwem getroffen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, worum es gehen soll, ne. Okay. Also klar, ich treffe mich mit Leuten in der Stadt, das war's aber auch. Okay. Also da will ich dann schon ein bisschen was genaueres wissen, als irgendwie, irgendjemand hat mich mal irgendwo mit irgendjemandem gesehen hier, oder was? Gut, irgendwer hat Sie mit irgendwem gesehen, war jetzt nichts, was ich jetzt gesagt habe, aber okay. Naja, das wurde ja, ich habe ja gesagt, dass ich mit irgendwelchen Gruppierungen hier irgendwas hätte. Ja. Das ist ja Quatsch. Also was soll das? Herr Schmidt, wir können das hier ganz normal und sachlich klären. Es tut mir leid, dass ich da Ihnen die Nachricht geben muss, wo wir noch nicht wirklich die Möglichkeit hatten, miteinander zu sprechen. Aber die Situation ist halt nun mal so. Ich kann es Ihnen nur mitteilen und mehr kann ich nicht machen. Ja, aber für mich ist das gerade so ein Hörensagen von jemandem, der mich nicht mal eingestellt hat. Wer sagt mir denn, dass Sie wirklich hier irgendwie stellvertretend jetzt irgendwie sind? Ich habe ja keine Ahnung. Ich wurde weder von Ihnen, jetzt sind mir vorgestellt worden, als hier eine Mitarbeiterin. Das ist alles. Also, beim besten Willen. So kommen wir da nicht zusammen. Also, nee.
Herr Schmidt, ich kann es Ihnen nur sagen, wie es ist. Ob Sie jetzt an meiner Stellung zweifeln oder nicht, Sie können Sie gern beim LSPD nachfragen, welche Stellung ich im Moment hier in dem Amt bekleide. Wenn Sie mir das nicht glauben möchten, kann ich durchaus verstehen. Und beim PD war ich gerade, da weiß ja scheinbar auch keiner was davon, weil da habe ich meine Arbeit ganz normal verrichtet. Ja, natürlich, aber ich spreche halt schon erstmal mit Ihnen, bevor Sie anfangen, die Info von irgendwelchen anderen Departments zu bekommen. Mhm. Gibt es denn da jetzt noch irgendwas oder nur eventuell haben sie damit irgendjemand was zu tun und das ist jetzt ein Kündigungsgrund? Nochmal, Herr Schmidt, ich bin nur die, die Ihnen das mitteilt. Der Herr Liebermann ist aktuell halt nicht da, der kann Ihnen das nicht selbst mitteilen, das wurde gestern schon beschlossen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass das Arbeitsverhältnis beendet ist. Aha. Ja, dann suche ich auf jeden Fall nochmal ein Gespräch. So geht es ja noch nicht. Kann ich verstehen, ich kann Ihnen nur im Moment halt nicht sagen, wann Sie den Herr Liebermann erreichen. Ja, okay. So, das ist ja fantastisch. Wie gesagt, ich hätte Ihnen gerne was anderes gesagt, so als erstes Gespräch, aber die Möglichkeit habe ich jetzt leider nicht. Ja, gut. Dann muss ich wohl einfach auf den Herrn Liebermann warten. Wenn Sie da mit ihm nochmal sprechen möchten, auf jeden Fall. Na, was heißt müssen? Also, ich lasse mich doch hier nicht rauswerfen, nur weil irgendwie ich angeblich irgendwo zu irgendeiner Gruppierung gehöre. Da muss ja schon mal irgendwie... Gehen sie als Nächster drauf zu die Straße und sagen, ah, du musst ins Gefängnis, du hast da und da mal bei dem gestanden oder irgendwas, oder du könntest zu dem gehören? Was sind denn, wir müssen ja auch irgendwie mal eine Art Fakten oder irgendwas geben. Gut, Herr Schmidt, wenn Sie durch sämtliche Departments gehen und die Möglichkeit haben, sonstige Informationen zu kommen, wäre es halt schon ganz gut, wenn Ihre sonstigen Kontakte nicht unbedingt mit in die Crime Scene gehen. Das ist, glaube ich, aber tatsächlich. Ich wüsste nicht, dass ich Kontakte in irgendwelche Crime-Szenen habe. Ich kenne Bürger in dieser Stadt, ja, das war's aber auch. Ich weiß nicht, meinen Sie den Ralf oder um wen soll es denn gehen? Also, ich kenne viele Leute. Kleinen Moment. Ich kann jetzt nicht. Dieses Telefon. Herr Schmidt. Wie gesagt, ich kann Ihnen gern Bescheid sagen, wenn der Herr Liebermann nochmal da ist. Ich glaube, Gabby hat auch ihre Nummer, wenn ich mich nicht irre. Ja, der Herr Liebermann ja selber auch. Der genau, könnte mich ja dann einfach mal kontaktieren. Wie gesagt, ich stelle da gern den Kontakt her, sobald das nochmal geht. Aber ich kann Ihnen im Moment nur die Situation erklären, dass das Arbeitsverhältnis beendet ist per sofort. Und ja, wie gesagt, ich hätte Ihnen auch gern als erstes Gespräch was anderes mitgeteilt. Das ist mir eigentlich gerade ziemlich egal, ob es unser erstes Gespräch ist oder nicht, aber ich brauche halt wenigstens, kann ja nicht einfach irgendwas erzählen und sagen, dafür sind jetzt gekündigt. Ohne, dass es irgendeinen Fakt irgendwas gibt. Das funktioniert nicht. Also da sehe ich uns ja glatt beim Arbeitsgericht sitzen. Wie gesagt, ich stelle da den Kontakt gern nochmal her, sobald es möglich ist. Ich kann ja. Ihnen halt nur die Situation aktuell erklären. Okay. Ich wurde da gestern auch einfach vorgesetzt. Also wie gesagt, ich kann es Ihnen im Moment nicht anders erklären. Ja, gut. Na, da wird sich ja der Herr Liebermann mit Sicherheit bei mir melden. Ich sage ihm da gern Bescheid, dass Sie noch mit ihm sprechen möchten, ja. Gut, na dann erstmal noch einen schönen Abend. Trotzdem einen schönen Abend noch, ja. Ist ja unfassbar hier. Jo, okay, da sind wir ja schon mal schlauer. Oh, hier sind die Klos, verdammt. Hier muss auch mal wieder aufgeräumt werden. Hier sind auch noch Klos. Verdammt nochmal. Hm.
Ja, so kann's gehen, ne? Ja, Heinz, ja. Also, ich war jetzt hier im Justizministerium und da habe ich dann auch die Gabi Biel getroffen und die Frau Knutzen, beziehungsweise heißt die jetzt wohl Rottenbach? Ja, hat geheiratet. Ja, genau. Und die hat mich gerade entlassen. Was hat die? Die hat mich gerade entlassen. Direkt sagt sie, ich würde sie gleich mit der Tür ins Haus fallen, sie werden ab sofort nicht mehr für uns tätig sein. Es besteht der Verdacht, dass sie einer kriminellen, zu einer kriminellen Bande gehören. Das hat der Herr Liebermann ihr wohl gestern noch mitgeteilt, dass sie das machen soll. Er selber ist wohl aktuell nicht im Dienst und sie hat jetzt dort das Sagen und ja, und sie entlässt mich damit jetzt. Dann geh sie zu ihr und erstatte Anzeige. Na, ich sag mal so, sie konnte mir jetzt die Kündigung noch nicht direkt geben, sie konnte mich nur darüber informieren, dass ich jetzt halt noch zu mir hingehen darf. Ich habe auch gesagt, das soll der Herr Liebermann sich nochmal melden und nur weil hier irgendeiner erzählt, ich wäre irgendwo eventuell vielleicht irgendwas drinne, lass ich mich nicht rausschmeißen, da sehen wir uns vom Arbeitsgericht. Richtig. So wird das auch. Das habe ich ihr genauso gesagt. Und sie meinte, ja, kann sie auch alles verstehen. Und aber sie muss jetzt, das war eine Anordnung von Herrn Liebermann und sie soll mir das mitteilen. Da habe ich gesagt, dann soll sich der Herr Liebermann noch mal bei mir melden, wenn er denn irgendwann mal wieder im Dienst ist. Das heißt also, sie hat dich gar nicht gekündigt, sondern mehr als eine Freistellung ist ja gar nicht möglich. Korrekt, sie hat es mir einfach nur mitgeteilt, dass ich jetzt nirgendwo mehr rein darf und sie wird es jetzt auch den Abteilungen wohl mitteilen. Ja, okay. Aber das Ding ist ja noch nicht durch. Korrekt. Also das soll er mir erstmal nachweisen. Ich sage, nur weil ihr mich hier in der Stadt irgendjemand mit irgendjemandem seht, ihr könnt ja auch nicht sagen, auf die Straße gehen und sagen, hey, du siehst komisch aus, du hast halt jetzt hier mal jemanden umgebracht und wir verknacken dich. Wo kommt man da hin? Ich sage, müsst ihr ja schon mal irgendwas in der Hand haben, um mir hier einfach rauszuschmeißen. Ja, weißt du erstmal Bescheid. Alles klar, weiß ich Bescheid. Was steht bei euch sonst noch an? Ich verkaufe gerade ein paar Informationen. Mhm. Und ansonsten, ja, werde ich nachher auch noch ein bisschen was aus dem Lager verkaufen. Also heute verkaufe ich ein bisschen was. Verstehe. Also brauchst du da noch ein bisschen Deckung hinten, oder? Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall nichts mehr zu tun. Zumindest nicht in der anderen Hinsicht. Dann melde ich mich bei dir, wenn es losgeht, dann kriegst du wieder die Funke und dann machen wir das. Alles klar. Alles klar, Mann. Dann bis später. Bis später. So, na, das können wir auf jeden Fall so nicht über uns ergehen lassen. Wieder war ich mit meinem Auto irgendwann bei der Arbeit. Also es kann nur an diesem Unfall liegen, verdammt, dieser scheiß Unfall. Nervt mich ja schon richtig.
Hoppala. Wie hat denn das gemacht? Abgefahren. Okay. Und wenn du hier abschmierst, ist halt auch einfach Leben vor einer Barriere. What the hell? Wo ist mein Motorrad? Verdammt, wo hatte ich mein Motorrad abgestellt? Eigentlich doch hier vorne. War ich noch irgendwo anders mit meinem Motorrad? Feste Überzeugung, dass mein Motorrad hier wäre. Wir gucken mal, was er sagt. So kann ich laufen.
Abgeschleppt. Super Idee. Der ist auch abgeschleppt, das ist richtig. Schön, dass er mir den als abgeschleppt anzeigt. Okay, aber der andere ist auf jeden Fall abgeschleppt. Super gelaufen. So, wir machen eine kurze Pause, dann geht gleich wieder los.
So, da sind wir wieder. Hier hat sie läutet. Hier ist eine Schneid. Okay, hier hat er die läutet. Hat dann hier noch jemand angerufen? Nö. Okay, das ging jetzt aber schnell, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, dachte, ruhst dich noch aus. Ich habe gehört, du bist schon im Krankenhaus. Ja, ich werde gerade entlassen. Du wirst gerade entlassen, das ist ja gut. Das ist also alle gut verlaufen. Ich hab mir schon alle Infos geben lassen über dein Ding. Ich kümmere mich gerade drum. Wo bist du jetzt genau? Ich muss heute erstmal ein bisschen sortieren. Okay, ich bin jetzt gerade beim LSC und hole mein Auto ab und wollte dann zum Unicorn fahren. Ja. Ja, nein, pass auf, dann komme ich dort auch hin, dann treffen wir uns da einfach erstmal. Ja, alles klar, machen wir. Gut. Bis denn. Gut. Bis dann, ciao.
Jemand da? Hallo? Wo versteckt ihr euch denn, sag mal? Ja, lass mal ums Eck gehen. Ich denke, ich will nicht wissen, was ihr da getrieben habt, oder? Nur eigentlich bloß geredet. Okay. Ja. Also wirklich bloß geredet. Na dann. Mann, dieser Müll hier überall. Naja, ist das kein Wunder bei dem Reh. Quatsch. Ach, heute nicht im Dienst? Im ganzen Wind. Ja, es ist alles ein bisschen schwierig im Moment. Wie meinst du, das ist schwierig? Kommst du klar? Ich wurde entlassen. Nein. Ja. Von wem? Von der Frau Rottenbach. Gab's da eine Begründung? Na, angeblich würde ich einer kriminellen Vereinigung zu nahe stehen. Aha. Aber als ich darauf drängte, dass man mir doch irgendwelche Fakten geben muss, außer irgendwelche Behauptungen, kam halt nix. Und wirklich kündigen kann sie mich auch nicht. Der Herr Liebermann müsste das nämlich tun. Der ist aber wohl nicht im Dienst. Sie sollte mir das wohl angeblich nur schon mal mitteilen. Ich weiß nicht mal, ob es stimmt. Und sie hätte dort jetzt gerade den Hut auf und wollte mir das einfach nur mitteilen. Ja. Naja, interessant. Ja. Das Spiel ist auf jeden Fall noch nicht zu Ende gespielt. Ja, interessant, interessant. Ja. Da muss ich mal schauen. Ich weiß halt nicht mal, wo sie diese Infos her haben wollen. Weil ich weiß eigentlich, dass mich so an sich keiner gesehen hat. Ist ja, ich passe ja auf. Gestern wurde spekuliert, ob das vielleicht nicht so eine tolle Idee war, mit deinem Dienstwagen vorzufahren. Ja, davon habe ich schon gehört. Das Ding ist, ich bin mit dem Auto nie als Dienstwagen unterwegs gewesen. Ich habe immer mein Motorrad oder mein anderes Auto dafür genommen. Ich habe den Wagen nie genommen, wenn ich als Hausmeister unterwegs war. Dem muss man davon ausgehen, dass irgendeiner das gesehen hat, ne? Das, tatsächlich war ich den Abend, wo wir hier das Fahrtraining gemacht haben, das erste Mal wirklich längere Zeit mit dem Auto unterwegs und wurde das erste Mal überhaupt damit gesehen. Von wem wurdest du gesehen? Na, von Buddy Hell, von Chris Smith, vom Lasse Junior, keine Ahnung, wie der wirklich heißt, so nennen sie ihn wohl im PD, weil er aussieht wie der Lassenstein. Mhm. Und zum Glatzkopf. Aber da hat keiner meine. Ich hatte einen Unfall den Abend. Und da musste ich ja das Auto abholen lassen und alles. Und ja, aber da hat weder jemand meinen Ausweis kontrolliert, noch hat jemand kontrolliert, wem das Auto gehört hat. Ja, gut, aber was haben sie denn dann? Dann haben sie, dass ich dort alleine mit dem Auto war. Und nun? Ich habe ein Auto. Dem Status ist er immer noch angeschuldigt, ja. Also da soll mir jetzt mal einer. Das ist ein Suger, den jeder zweite hier fährt. Das ist eigentlich auch Bullshit, das deswegen daran zu führen. Und ich habe halt auch noch nichts Offizielles. Ich war heute auch schon im PD arbeiten, so ist nicht. Mhm. Da wusste noch keiner davon. Und als ich die Dame dann getroffen habe, sagte sie gleich, ja, wenn ich sie schon mal sehe, muss ich direkt hier mit der Tür ins Haus fallen und ich schmeiß sie raus. So, wow, ist klar. Oder auch nicht, weil wer sind sie denn bitte? So, ich wurde hier vom Liebermann eingestellt und aufgrund von Hörensagen lasse ich mich schon gar nicht rausschmeißen. Ich sage, wenn der Liebermann da ist, darf er sich gern bei mir melden, ansonsten ist hier mal nix. Ja, aber ich darf wohl erstmal weder ins PD noch ins FD. Ja, ich habe schon gehört, der ist wohl im Krankenhaus. Ja, da wird er wohl ein bisschen bleiben. Ja, Moment, das heißt, du kriegst auch keinen Lohn oder was? Naja, ich darf halt prinzipiell jetzt noch nicht arbeiten gehen. Ich krieg auf jeden Fall ja immer noch den staatlichen Mindestlohn, weil er ja gerade wurde ja nicht rausgeschmissen insofern, weil sie das gar nicht kann. Ja, aber du kannst dich jetzt nicht zum Dienst melden, so gesehen. Genau, ich kann jetzt nirgendwo hingehen. Also ich kann schon, aber ich darf halt prinzipiell dort offiziell nicht mehr arbeiten. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt irgendwie weiterträgt an die Stellen. Mhm. Keine Ahnung. Was Rotes? Was Rotes? Das könnte der King sein.
Der ist doch im Krankenhaus. Nee, er wurde entlassen. Ich habe gerade mit ihm telefoniert. Was? Der Typ ist nicht im Krankenhaus. Das sieht nicht nach dem King aus. Okay. Oh. Wer bist du denn? Schon draußen, King? Ja, ich bin draußen. King! Fuck, was haben sie mit dir gemacht? Die haben die Haare rasiert. Alter. Und, schon mal an eine Perücke gedacht? Ah, nee, noch nicht. Leck mich am Arsch. Guck mal, wie ein Babypopo. Können wir anfassen? Ja, klar. Also aber die Bart hätten die gleich mitrasieren können. Eieiei. Das ist Trend. Ja, ja, ich bin ganz vorsichtig. Na gut, dass jetzt noch jemand bei war. Ansonsten hätte ich gefragt, warum trägst du die Klamotten? Was war denn? Hast du eine Kopf-OP? Wow. Muss ja wehtun. Wow. Ja, hatte der Kater mir vorhin schon mal erzählt, aber er hätte mir auch mal, hätte mich ja schon mal vorwarnen können und mich erwartet, wenn ich dich sehe, Mensch. Eieiei. Aber alles gut gelaufen, Sasa, geht dir wieder gut. Ja, alles super, ging. Ich habe einmal ganz kurz meine Oma gesehen, aber sonst. Ach so, ja, nee, klar. Einmal wenn kurz sonst nichts ist. Da... Nee, Moment. Was? Also, einmal war kurz Herzstillstand. Oh. Ich hoffe, ihr habt was Leckeres gekocht. Okay, ich tue die Schokolade mal einfach wieder weg. Wobei, du darfst ja eine haben, der macht das ja eigentlich. Ist drinnen was los? Ist zu. Keine Ahnung, es war zu. Ja. Also gehen wir mal von Nein aus. Oh, danke. Hat das Galaxy auf? Alter. Unbekannt, also auf Twitter war ich bis jetzt noch nichts wegen Galaxy. Da sieht es ja aus, als wenn im LSC jetzt schon wieder Party wäre. Hm, ja, das ist lecker. Da war ich gerade. Sag mal, und die Frau Kohlmann ist jetzt fest bei der Polizei, habe ich noch gesehen, als ich heute da nochmal gearbeitet habe. Ach genau, da war was. Ja, die ist dann noch bei der Polizei, da muss ich auch nochmal eben hin. Ja, die hat sich da vorhin umgezogen, als ich da war. Ja. Das war, ja, bevor ich die Frau Knutzen, ach nee, Rottenbach heißt sie, jetzt hat sie mir noch gesagt, getroffen habe und entlassen wurde. Ich wurde entlassen? Ich wurde entlassen. Ach so, du, ja. Ja. Das ist ja auch... Aber da ist... ja, angeblich hätte sie jetzt den Hut auf und sie würde mich entlassen, was sie aber nicht kann und sag, ja, nix hier. Ich sag, wer bist du denn überhaupt? Vorgestellt wurde sie mir als Mitarbeiterin. Ich hol uns erstmal. Moin, Frau Loch? Nee, Rottenbach. Genau. Frau Rottenbach, ich brauche einen Anwalt. Ich habe gar nichts angestellt. Ich brauche einen Anwalt für einen guten Freund von mir. Der wurde heute einfach wegen ganz komischen Gründen entlassen und sowas von Herrn Liebermann, weil er da ihm so einen Scheiß erzählt hat. Und das finde ich nicht okay. Jetzt versuche ich meinen Kollegen dann Anwalt zu besorgen. Wir wollen das vor Gericht ziehen, weil das geht gar nicht. Ja. Ja, genau. Aber woher wissen Sie das denn schon wieder? Wie war das? Frau Knutzen, warum? Frau Rottenbach, Frau Rottenbach, Entschuldigung, warum? Okay, Lea, warum? Was hat er denn getan? Also. Ja. Also. Nein, Quatsch. Ja, nee, alles gut. Aber ich kann Ihnen garantieren, er ist nicht bei mir irgendwie mittätig. Ich kenne ihn seit der Grundschule. Wir waren da zusammen. Meine Mutter hat gebabysittet bei ihm zu Hause. Mit uns zwei. Andersrum war es dann auch so und so weiter und so fort. Er ist nur ein Kollege, ein Freund. Also, der hat nichts mit der Sache hier zu tun mehr. Ist da auch nicht. Ja, klar, wir unterhalten uns natürlich auch mal oder wir gehen auch mal feiern, wenn wir uns sehen, aber er ist nicht bei mir tätig. Ja, klar, kriegen wir hin.
Ja, ja. Ja, alles gut. Ja klar, hau raus. Okay. Ja. Ja. Nein. Also wirklich nicht. Ich kann meine letzten zwei Tage beweisen, wo ich war, im MD. Genau, am Kopf. Also ich war nicht da. Ich war gestern den ganzen Tag im... sehr, sehr gut. Hat alles super geklappt. Passt soweit. Ich muss... alles super. Kurz Oma gesehen, einmal bei Herzstillstand. Aber alles gut. Aber die können das beweisen, dass ich da war. Ich habe da also... und ohne, und wenn ich nicht da bin, ja, ja, klar, 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 auf jeden Fall. Auch wenn ich nicht da bin, die Jungs, die machen nichts ohne, wenn ich nicht dabei bin. Also, da können sie uns rausschneiden. Ja, dankeschön. Ja, klar. Ja. Ja, alles klar, weiß ich da Bescheid. Lea, vielen, vielen Dank. Ja. Ja, alles klar, weiß ich da Bescheid. Ja, gut, danke. Dankeschön, tschüss. Ja, morgen ein Gespräch und dann bist du wieder dabei. Okay. Ja, ich habe auch direkt das alles abgestritten. Sie sagte ja dann auch, ja, und jetzt kann ich es auch sagen, du gehörst zu der Gruppe von dem King. Das weißt du doch selber am besten. Ich sage, wer ist denn der King? Ich habe gesagt, dass wir Kollegen sind, Freunde sind. Ja, so das passt ganz gut. Ich habe nicht gesagt, sagt doch Damien. Irgendwann sagte er, Damien King. Ich sage, ach, Damien, er sagt es doch, so kenne ich den. So, ja. Wer ist denn? Also, Herr King, kenne ich nicht. So, als Freunde begrüßt man sich ja selten mit einem Nachnamen. Genau, das wohl. Das ist auch ganz gut. Da kann ich auch direkt erklären, woher ich denn günstig so einen schönen Wagen geschossen habe. Den hast du mir halt verkauft. Hätte ich mir ja so gar nicht leisten können. Ach so, ich dachte, den hättest du von der Polizeiauktion gekriegt. Stimmt. Von einem guten Kumpel. Vor allem, sie konnte halt auch nichts sagen. Ich sage, du gibst halt irgendwelche Fakten, dass ich irgendwo dazu gehöre. Ja, nee, sie wurden da irgendwann mal irgendwo gesehen. Oh, schön. Ich sage, jetzt gehen wir also schon auf die Straße, gucken, wer irgendwo rumsteht und sagen dann, der war böse. Ja. Sie konnte mir auch gerade nicht so viel sagen. Ich habe ja gefragt, warum, was ist da los? Ja, weiß ich nicht. Ich sage, ja, wow. Ja, sie meinte zu mir auch nur, gestern Abend hätte der Herr Liebermann es wohl noch gesagt, aber jetzt wäre er nicht im Dienst und... Ich sage ja, wenn er nicht im Dienst ist, kann er mich nicht kündigen. Ganz einfach. Sie haben mich nicht eingestellt, sie können mich nicht kündigen, ist mir egal. Ja. Wir haben morgen ein Gespräch mit ihr und dann soll das wieder in Gang laufen, weil die kann du ja nicht kündigen, weil wir haben eine Vermutung oder bla blub, das geht halt. Weil bei den Leuten hat sich auch schon rumgesprochen, ich wäre mit dem Auto zum Dienst gefahren. Das habe ich ja alles nicht mal gemacht. Mich hat mit dem Auto keiner gesehen, außer halt hier den Freitag hatte ich den Unfall halt damit, ne? Beim Fahrtraining. Genau. Und da muss ich den ja abholen lassen. Ja. Ich weiß halt nicht, wo wir da vorher ja bei Frau Kohlmann waren, ob die irgendwas gesagt hat. Ich weiß nicht, wie da jetzt die Situation ist. Ich hatte Freitag deinen Tweet noch gelesen. Ich weiß nicht, wie ihr da jetzt auseinandergegangen seid. Ja, nicht so gut. Das habe ich mir fast gedacht. Nicht so gut? Ja, natürlich nicht so gut. Hat das alles hinter meinen Rücken gemacht. Ich habe das ja nicht mal von ihr erfahren. Das finde ich aber auch äußerst interessant. Wenn jemand zur Polizei geht mit der Absicht, sich selbst anzuzeigen, weil man eine Entführung vorgetäuscht hat, ist man danach also im Polizeidienst. Ja, deswegen. Das ist doch schon, ist das nicht der Vortäuschen einer Straftat und somit auch straffällig und dann hat sich Polizeidienst erledigt? Ja, kennst du hier die Cops, greifen alles ab. Ja, der Herr Liebermann hat ja mal gerne Infos von mir. Kann ich ihm ja dann mal bei dem Gespräch sagen, wenn er mich wieder einstellen möchte? Oder möchte, dass ich da bleibe? Dass sein neuester Officer vielleicht nicht so ganz sauber ist. Ja, wie nennt man eigentlich einen weiblichen Officer?
Officer? Officer? Heutzutage. Kein Plan. Finde ich denn scheiße. Oh. Officerin? Lassen wir das einfach. Oh, nee. Ach ja. Ja, da war doch gespannt. Ich muss mal eben kurz zum PD. Okay. Wollen da Infos von mir wegen Mike Frost? Mhm. Oh. Er wurde ja gestern mit der Feuerwehruniform hops genommen. Okay. Ja, das kann ja schon mal passieren, wenn er eigentlich vom Unicorn eingeladen wurde, um als Feuerwehrmann zu strippen, dann hat man halt mal so eine Sachen an, ne? Das ja, es. Aber wenn aus dem Wasser fischt, ist ein bisschen seltsam. Ah ja gut, wo er seine Proben macht, ist ihm ja wohl überlassen. Da kann man halt mal ausrutschen, ich kenne das. Schaut's aus. Naja, gut Leute, wir hören uns. Ja. Alles klar. Und wir zwei fahren da morgen mal hin. Jawohl, machen wir. Wenn du da sein solltest. Kriegen wir irgendwie hin. Ja. Gut, Leute. Ich melde mich gleich nochmal. Alles wenn klar. Hier aufmacht oder Kater irgendwo zu sehen ist, sagt mal Bescheid, ja? Machen wir so. Alles klar, ihr Leute. Haut rein. Bis dann. Bis dann. Bis. Geh nochmal auf die Seite. Jo. Coole Idee mit den Proben. Ah. Warum hast du ihn heute schon mal gesehen, den Mike? Also wie es klingt, sitzt er beim PD. Nee, also, weiß ich nicht. Echt? Gestern war er noch auf freiem Fuß. Ja, vielleicht musst du heute auch noch mal antreten, also vortanzen. Ich bei, Boah, der sah gestern schon so fertig aus, der arme Junge. Ja, aber ich meine ihn heute Richtung MD laufen gesehen zu haben. Wollte ihn dann anrufen, ging mir nicht dran. Und dann... Danach habe ich auch nichts mehr von ihm gehört. Und was ist jetzt dein Plan für heute, Heinz? Warte, der Kater wollte sich eigentlich nochmal melden. Der wollte eventuell nochmal ein bisschen was verkaufen gehen. Braucht er eventuell noch ein bisschen Hilfe, mal schauen. Mhm. Ansonsten hatte ich jetzt heute tatsächlich nicht so viel vor. Mal einen freien Tag genießen? So ungefähr, ja. Jetzt schon. Ja, so gesehen mache ich heute auch mal einen freien Tag. Mal ein bisschen mit Julia spazieren. Und Hund. Und Hund. Ein bisschen Fahrtraining selber gemacht. Das soll ich im Übrigen öfter machen. Das wäre gut. Mal spazieren gehen? Mhm. Nicht, dass du wieder Hüftprobleme bekommst. Genau dieses. Na dann, gebe ich dir noch ein bisschen Futter für Weed und Wasser für Weed. Leckerchen. Mhm. Und du dann kannst dich ja die nächsten zwei Tage mal ein bisschen um den Guten kümmern. Okay. Also immer beim Tierheim holen. Ja, beim Tierheim holen, ein bisschen spazieren gehen. Du kannst ihn auch mit ins Auto nehmen. Hast ja beim Feld schon so gemacht. Ja. Ich tue es mal eben weg ins Auto, ne? Bis gleich. Jo. Oh, diese Frau an, ist sie nicht himmlisch. Jetzt kümmert sie sich auch noch um deinen kleinen Hund. Nein, ich meine Julia. Ja, ich sag ja, sie kümmert sich jetzt auch noch um deinen kleinen. Ah, oh, Gott, ich bin mit. Oh. Was ist los? Ich glaube, ich habe die sprichwörtliche rosarote Brille wieder auf. Ich hoffe einfach, dass wir allen trauen können, die ihr so kennenlernen. Naja, hocke ich im Knast? Noch nicht. Aber so manch einer wartet ja vielleicht auch, bis er genug zusammen hat, ne? Ich hätte Möglichkeiten schon gehabt, mich in den Knast zu bringen. Eine Million Möglichkeiten. Die Frage ist, ob es um dich geht, ne? Mhm. Alles gut, prinzipiell vertraue ich ihn jetzt auch erstmal und hoffe einfach, dass er das auch können. Der hat sich echt hart gegen Cops geäußert, aber richtig hart. Ja gut, das würde ich auch tun, wenn ich das Ganze verdeckt mache. Also ich habe, wenn ich unterwegs war, auch schon schlecht über euch gesprochen. Die war bei dem Bankraub mit dabei. Bitte? Die war beim Bankraub mit dabei. Ja gut, okay, das ist schon ganz gut. So, ich muss mal kurz telefonieren gehen. Bin gleich wieder da. Okay.
Oder Monate. Steht dann, das Ding steht ja, dann. Es ist ja nicht, dass es da steht, es ist, dass es da steht. Also Betonungssache, ne? Ja, ich könnte auch alleine los und hobeln. Na gut, dann. Haben Sie schon genug den Hals poliert hier? Warte mal ein bisschen, bis der Schnee wieder weg ist. Das wird so schön. Den braucht wirklich keiner. Ach. Was? Ach, Süße. Nee, Moment, das war Peter, der das Kotzen kriegte. Was ist denn hier schon wieder los? Verabschiedet ihr euch gerade oder was? Nee, ich drück sie ganz gerne. Alter, also. Ist doch gut, ist ja gut. Ach, Kerl, der ist so anhängig. Ja. Peter hat jetzt mindestens dreimal gekotzt. Ja, ich halte mich zurück. Ah, ja. Ihr solltet ja genießen. Vielleicht ein bisschen unangenehm, wenn ich euch dabei vollkotze. Mag vielleicht mancher Leute fetisch sein, aber muss ja nicht unbedingt. Na, dachte ich mir doch. Ach ja. Ich hab sie einfach lieb. Man kann nicht mehr ohne sie. Habt ihr hier echt irgendwas im Wasser oder sowas? Im Wasser? Echt? Ach ja, Julia. Wenn du an so einer Maschine interessiert bist, das dauert vielleicht eine Woche, bis die da ist. Das kann das auch ein paar Monate dauern. Ich sag mal so. Vielleicht. Sobald alle Aufgaben erfüllt sind und ich einen Job habe und keine Ahnung und. Naja, Job sollte kein Problem sein. Alles irgendwie gefestigt. Oder als Job ist ja gar kein Problem. Ja. Da findet sich bestimmt was. Ich habe hier ein Angebot. Ich habe mich für was beworben. Ach, scheiße. Das sollte ich ihm vielleicht mal noch irgendwie sagen. Also hier dem King. Hier in dem dämlichen Club in dem Galaxy bin ich natürlich in Geschäftsführer, den aktuellen von Cannaboys gerannt. Ja, und? Na, was der Geier, ob der mich jetzt wiedererkennt oder nicht. War da ja die junge Studentin, Julia. Was? Was hab ich dann schon wieder nicht mitbekommen? Ach, nur gestern. Die wollte gestern Kunden aus dem Galaxy rauslocken. Okay. Der ließ sich aber nicht locken und war auch nicht wirklich Kunde. Ja, das mit dem Kunden, das lassen wir mal so stehen. Oh. Wen wollte der denn locken? Allmann. Ah, mein Freund, der Allmann. Ja. Alter, wo bist du nicht gegangen? Naja, ich sag mal so, er kennt mich nicht. Aber ich ihn. Meine Baseballkeule kennt seinen Kopf. Das hätte vielleicht gewirkt, um ihn rauszukriegen. Wenn ich ihm kurz gesagt hätte, dass die ihn schon kennt oder ob wir uns vielleicht auch mal kennenlernen wollen, wäre er vielleicht mitgekommen. Ob ich heil rausgekommen wäre, halte ich aber für unwahrscheinlich in der Situation. Okay, persönliches Pech, ne? Nein, aber ist er jetzt wohl nicht mehr beim PD? Nö, der hatte ziemlich eindeutig Rockerklamotten an. Naja. Ach, MC. Guck mal, PD zu MC, das ist doch mal eine Entwicklung. Der Herr Allmann.
Ja, da rannte gestern da als Security rum. Ach was. Mhm. Mit zum anderen, Simon? Interessant, nicht, interessante Konstellation. Hab's nicht so genau verstanden, das war so lauter. Ja. Ach ja. Na, wer kommt denn da? Wo? Weiß nicht, ich höre nur so einen Bremsen. Naja, solange hier keiner rumfährt. Da vorne ist gerade einer lang gefahren. Ja. Blaue Unterbodenbeleuchtung. Genau. Haben wir so einen bei uns? Nö. Nicht, dass ich wüsste. Das habe ich mir aber nicht nehmen lassen, als ich den. Ach ja, diesen kleinen. Ja. Donnerstag ist mein Rüner fertig geworden. Was ist da fertig geworden? Mein Rüner. Was? Rüner. Rüner. Ach, Auto, ja. Ich hab doch keine Ahnung von Autos, meine Fresse. Sag doch Auto dazu. Das ist, als wenn du mir jetzt sagst, wie das Motorrad heißt. Also für mich ist es ein Motorrad. Ist eine Cliffhanger. Ja, natürlich. Ein Cliffhanger ist für mich was anderes. Oh ja. Das ist der Name von diesem Bike. Ja, ja, ist wunderschön. Kannst du mir nächstes Mal nochmal erzählen, habe ich mit absoluter Sicherheit bis dahin vergessen. Aber du da drüben haben wir ein Rhapsody, Slam Van, Sugoi, Rhapsody. Ich glaube Waterrunner und nochmal Sugoi. Also das Einzige, was ich davon kenne, ist der Sugoi. Das könnte daran liegen, dass ich ihn fahre. Ja. Was? Was? Ich dachte, das war so, ich soll aufhören. Wenn du singst, werde ich immer weich. Okay, ich deute das mal anders, aber... Hey, mach weiter. Es könnte aber sein, dass ich dich mir... Du hast weich im Kopf, habe ich das Gefühl. Meine Fresse. Oh. Ach du, ich halte mich noch sehr stark zurück, Heinz. Sehr, sehr stark. Wenn ich gehen soll, dann sag es vorher. Nicht, dass ich also, hier Sachen mitkriege, die ich nicht will. Ja, also, das geht mir auch immer, aber trotzdem labern sie einfach weiter. Wenn du ohne zu denken einfach die Hose runterlässt, dann sag vorher, ich soll gehen. Ja, Moment mal, wenn ich das Denken aufhöre, kann ich das vorher nicht mehr sagen. Ah. Eieiei. So, ja, gut zu wissen. Ich bin jetzt ein Schulkumpel vom King. Muss ich mir auch schon wieder merken. Meine Fresse, ich mir alles merken muss, ey. Was war, was war mit der Mama? Was von der Mama? Ja, hat er auch erwähnt. Aufpassen. Hat die, er hat was von der Mama erwähnt? Ja. Er hat die Oma gesehen. Ja, die Oma hat er gesehen, das weiß ich. Wegen Herzstillstand. Ja, das war aber schon nicht mehr der Teil. Was war mit seiner Mama? Ach, ja, da bin ich raus. Deine Mama hat auf euch zwei aufgepasst, deine Mama hat auf euch zwei aufgepasst und so weiter. Bla, 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 bla. Ah, okay. Unsere Mütter können sich also auch. Mhm. I know. Das ist an mir vorbeigegangen. Da habe ich wohl gerade nicht zugehört. Mhm. Dann merkst du jetzt. Ah. Eieiei. Gut, also Schulzeit und die Mamis kennen sich. Nee. Ja, sonst wärst du ja nicht befreundet. Richtig, naja, wir hätten uns ja auch in der Schule einfach kennenlernen können, ohne dass sich die Mamis kennen oder was. Das ist aber noch mal eine Ecke mehr. Ja. Vielleicht hätte ich mal fragen sollen, wie seine Mutter hieß. Kannst ja morgen noch. Ja, du, ich kenne die Namen der Mütter meiner Freunde auch nicht. Also von dem her. Pff. Ach ja. Mama von Freund A, Mama von Freund B. Ja. Nee. Einfach nur Mama von Bayman. Fertig. Genau, also, die hieß Mama. Sehen, die hieß King. Halt einfach King Mama. Genau. Ganz klar. Ja. Hat dafür noch ein Staatsbegräbnis gekriegt, ne? Genau. Hm. Ach, erstmal Wasser. Ach nee, was ein aufregender Tag schon wieder hier. Mhm. Ja. Und so was an den Haaren herbeigezogen ist. Was denn?
Ja, weil er mit dem Auto rumfährt, er hat eine Verbindung zu kriminellen Organisationen. Das ist halt, mein größtes Problem. Ich will halt eigentlich wissen, woher die das haben. Was, wer hat wo was gesagt? Irgendeiner muss ja was gesagt haben. Ja, das Einzige, ja, wenn das von deinem Unfall herkommt, dann ist es Bullshit. Weil bloß an einem Auto was herziehen, ja, sehr viel Spaß. Es aber selbst wenn es der Unfall war, wer hat es dann dem Liebermann gesagt? Weil es kam ja wohl vom Liebermann. Die Ansage hat wohl der Liebermann gestern ihr gegenüber gemacht, dass sie mich noch rausschmeißen soll. Also wer hat dem Liebermann das gesteckt? Weil der hatte definitiv nichts mit meinem Unfall zu tun. Das heißt, das muss einer von den vier Jungs gewesen sein. Vom PD oder FDMD. Das wäre jetzt halt einfach die Frage. Oder halt Dr. Smith? Abby. Aber wenn Abby das Maul aufgerissen hat, dann wird sie den... Dann will ich nicht in ihre Haut stecken. Julia, kannst du mal einen Meter weggehen? Okay. Ich auch gerne zwei. Oder drei. Wenn Abby was damit zu tun hat, hat der Abby dann ernsthafte Probleme. Definitiv. Mit die hole ich mir dann alleine. Und bring sie zum King. Wow. Ich weiß nicht, hat sie davor schon Probleme oder erst danach? Sie hat dann definitiv direkt Probleme, weil ich habe mit ihr auch persönlich schon gesprochen. Echt? Wo sie mir ganz klar gesagt hat, dass ich da mir keine Sorgen machen brauche. Wo was kommen kann. Wenn du sagst, nur bei an diesem Fahrtraining bist, warst du mit dem Sugar unterwegs, dann... Das ist definitiv das einzige Mal, dass mich jemand damit gesehen hat. Und das ist Bullshit, weil die Sugar sind auf uns zugelassen. Ja gut, einer ist halt auch auf mich zugelassen. Auf mich ist halt auch einer zugelassen, ne? Aber den habe ich halt von meinem Schulkumpel Damien bekommen. Was soll ich denn machen? Soll ich sagen, nein, den Wagen will ich nicht? Wenn der mir den so günstig sogar verkauft? Oh. Wow. Gut, dass du zur Seite gegangen bist da. Ja. Qualk, musste einfach gerade dieser Gedanke daran, dass die mich verraten hat, hat mich gerade ein bisschen kurz abgekühlt im Schnee. Ich habe es geahnt, gespürt und bin auf die Seite gegangen, dass du zuschlagen hast. Ja. Ohne mich zu treffen. Ja, alles gut bei dir, Mausi? Ja, es ist nicht viel Aufregendes passiert, seit ich da hingegangen bin und wieder zurückgekommen bin. Alter. Echt jetzt? Hier ist auch nichts passiert. Ja. Was denn? Es ist nichts passiert. Ganz langweilige Gegend. Ja. Und ganz langweilige Gespräche, oder Heinz? Ja, das ist wohl so. Ja. Kann ich nur bestätigen. Ach ja, aber gut, so. Also ich weiß nicht, was euer Plan ist, aber ich mache mich mal so langsam Richtung Heimat, denn... Im Hotel. Mein Wecker klingt... ich bin nicht beim Hotel. Ah, ja, okay. Es sei denn, wir wollen vielleicht gemeinsam aufs Zimmer. Bisschen Zeit mit Amore. Ja, der ist klar, ich bin raus, wir sehen uns. Ciao. Halt, da steht mein Motorrad.
So. Für heute war es das aber auch erstmal. Morgen heißt es wieder früh raus. Wir werden jetzt nur noch ins Bettchen fahren. Und dann gucken, was die Tage dabei rumkommt. Eventuell könnt ihr wieder live dabei sein, ne? Einfach auf Twitch bei uns reinschauen. Hier kommen ja nur unsere Offline-Sessions. Bis dahin, tschüss.